Crunchy, Digga. In einer Packung haben wir 120 Kalorien, 5 Gramm Fett nur, 15 Gramm Kohlenhydrate und 2 Gramm Protein. Also 120 Kalorien, eine Packung ist auf jeden Fall fitnessgerecht. Boah. Französischer Reezer Riegel. Hier nochmal zum Nachlesen. Hallo Fitnessfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier Folgendes. Was es ist, keine Ahnung. Es ist eine Snackbox, vernasche die Welt. Ich habe das zugeschickt bekommen, ich hatte das monatelang fast schon hier liegen und ich wollte das unbedingt auf Video aufmachen, weil da sollen Süßigkeiten aus der ganzen Welt drin sein und ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Deswegen dachte ich, mache ich mal ein Video darüber. Ich bin selber gespannt, was da drin ist. Wir wollen nicht lang schnacken, wir machen das Ding direkt mal auf. Also, es wiegt so 2-3 Kilo. Hört sich an wie M&M's oder so, unter anderem. Ja, schauen wir mal. Ich wurde über Instagram angeschrieben, habe das zugeschickt bekommen und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich werde das so machen, ich werde nicht reingucken und ihr auch nicht. Ich werde meine Hand reinstecken und dann was rausholen und dann bekommt ihr meine Reaktion darauf und natürlich direkt den Geschmackstest. So, ich habe mega Hunger, deswegen bin ich mal gespannt. Hoffentlich ist da was Leckeres dabei. Die erste Süßigkeit sind Ritz Bits Peanut Butter Big Bag. Ist wahrscheinlich aus Amerika oder aus England. Keine Ahnung, ich zeige das mal ein bisschen in die Kamera. Ritz Bits oder Ritz Bites Peanut Butter kenne ich nicht. Ich freue mich jetzt schon mega. Ihr seht, ich muss schon lächeln, weil ich das vorher noch nie gegessen habe. Bei Hannover, East Hannover, USA. Also nicht das deutsche Hannover, sondern das Hannover in den USA. Und wir probieren jetzt mal die Ritz Bits. Ich glaube, wir machen kurz eine Änderung. Ich glaube, so könnt ihr mich gleich besser erkennen, oder? Nee. Machen wir mal so das Ganze. Sorry, ein bisschen Tanzverbotsteil jetzt, das Video. Aber egal, hier geht es um den Inhalt. Ja, so ist doch viel besser. Ich probiere jetzt die Ritz Bits. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch ausgesprochen wird. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das sind anscheinend so Kekse mit Peanut Butter. Ich will echt nicht zu lange schnacken. Boah, die riechen richtig nach Erdnussbutter. Schaut euch das an, so sehen die Dinger aus. Drin ist Erdnussbutter, außen ist ein Keks, wo ein bisschen Salz drüber ist. Also so ein Tuk-Tuk-Keks. Und ich bin jetzt voll gespannt, wie die schmecken. Man schmeckt viel Keks und wenig Peanut Butter. Das ist genau ein Tuk-Tuk-Keks, 100%. Nährwerte. Ganze Packung 430 Kalorien. Was haben wir hier? 8 Gramm Protein, 49 Gramm Kohlenhydrate. Ich glaube, ich habe gerade gespuckt. Mega lecker, Alter. Also man schmeckt mehr Keks, weniger Erdnussbutter. Aber mega lecker. Ich glaube, fitnessgerecht wird das Ganze hier nicht. Schauen wir mal die nächste Sache an. Sun Bites Grain Waves Sun Ripped Sweet Chili Flavor 3 Whole Grains. Also irgendwie so Chips. Interessant, kenne ich auch nicht. Ich liebe Sachen auszuprobieren, die ich nicht kenne, Mann. Das ist so geil. Na, probieren wir mal. Sieht nach Chili. Schauen wir mal rein. So sehen die Dinger aus. Also so Bacon-Style-Format, so mäßig. Aber ja, probieren wir mal. Boah, zu crunchy, Digga. Mmh.
die feiere ich auch nochmal. Ich feiere Chips richtig. Und das ist halt so wie Chips. Aber schmeckt gesünder. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Körner drin. Schmeckt salzig und nach Chili mega lecker. Übelst lecker. Ist sogar mit Oat Flavor. Mit Mais, Reismehl. Ja, also so ein bisschen andere Chips so. Eine Packung haben wir 120 Kalorien, 5 Gramm Fett nur, 15 Gramm Kohlenhydrate und 2 Gramm Protein. Also 120 Kalorien, eine Packung ist auf jeden Fall fitnessgerecht. So, nächste Sache. Ah, das war das, was ich gehört habe. Hier haben wir Sweet Tarts. Habe ich schon mal gehört. Extreme Sour Chewy. Also extrem sauer und. Wie gesagt, was sagt man zu Chewy? Also anscheinend habe ich hier Süßigkeiten aus Amerika erwischt. Das freut mich natürlich. Also man muss es kaum, sage ich mal so. 8 Stück haben 60 Kalorien. Kann man gut essen. 13 Gramm Kohlenhydrate, also 0 Protein, 0 Fett, also nur Zucker. Und die sollen mega sauer sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache das irgendwie, muss ich das so aufmachen, dass ich gleich das Thumbnail nochmal machen kann. Ich habe zwar schon eins gemacht, aber da war noch die Packung zu. Ich glaube, mit offenen Gegenständen oder offenen Süßigkeiten ist das noch viel besser. Boah, die sehen so aus. Also vielleicht schmeckt das so wie Center Shock. So süße, süß-saure Bonbons, die man kauen kann. Ich probiere es mal. War schon sauer auf jeden Fall, direkt. Mega sauer, mega lecker. Man denkt erstmal, es entsteht ein Kaugummi. Aber dann zerfällt es. Boah, richtig interessant. So eine Mischung, ich hoffe, das kann man runterschlucken. Eine Mischung aus Mao-Arm und Kaugummi. Übelst lecker. Obwohl ich eher der Schoko- und Chips-Typ bin und kein Haribo-Typ. Nächste Sache. Big Hoops Barbecue Beef Flavor. So, das sind anscheinend so Ringe. Nährwerte, eine Packung 125 Kalorien, 6 Gramm Fett, wenig Protein, also nur 1 Gramm und 16 Gramm Kohlenhydrate, richtig. Ja, so wie, also ich glaube, sowas kenne ich, aber halt nicht mit Barbecue Flavor. Okay, ich dachte, die sind jetzt länger, die sind kleiner, die sind aber länger als ich dachte. Solche Chips sind das, man kann durchgucken. Und halt mit Barbecue Flavor. Schmeckt ziemlich nach Mehl. Haben wenig Geschmack, nicht so intensiv, nicht so gut gewürzt. Die waren mega geil gewürzt, die nicht so. Aber ich sag jetzt schon, es wird nichts da drin geben, was ich nicht mag, weil es gibt echt außer Harzer Käse wirklich fast nichts, was ich nicht mag. Ich mochte sogar den Thunfisch-Protein-Shake von Markus Rühl. Nächste Sache. M&M's Hazelnut Spread. M&M's. Was soll denn daran anders sein? Die sehen so aus. Und so. Ich guck mal, ob die wie normale M&M's schmecken. Genau, wie normale M&M's. Also nicht die mit einer Nuss drin, sondern die ohne Nuss. Mit Haselnuss halt anscheinend drin. Eine Haselnussfüllung. Ich bin kein M&M's-Fan, muss ich sagen. Oh Leute, da ist so viel drin. Wir haben Mr. Big. Originale von Cadbury. Cadbury ist, soweit ich weiß, aus England und nicht aus Amerika. Ich dachte, jetzt kriege ich nur amerikanische Süßigkeiten. Aber anscheinend
Und hier auch ein paar englische. Hier ist schon ein Stück abgebrochen. Auf jeden Fall sehr crunchy. Drin ist so ein Keks und mehrere Schichten. Ähnlich wie der Six-Layer-Riegel von MyProtein. Wenn ihr übrigens so einen Riegel wollt, aber in gesund, in Anführungsstrichen, also Fitness-Style mit Protein, schaut gerne in den ersten Link bei MyProtein. Wir haben Six-Layer-Riegel, die ungefähr so sind wie der, aber halt in Fitness-Style. Ja, ist lecker, also ein bisschen wie Lion, eine Mischung aus Lion und Hanuta. Das trifft es richtig gut. So, nächstes, wir wollen das Video nicht zu lang machen, über 10 Minuten sind wir sowieso schon, egal. Reese's Pieces. Reese's kenne ich, aber nicht die. Das sind so wie heißen die Dinger? Nicht M&M's, sondern diese anderen. Ah, wie heißen die? Es gibt doch M&M's und... Ach, ich weiß nicht, Mann. Ihr wisst es bestimmt, was ich meine. Die sehen aus wie M&M's, aber sind keine M&M's. Ja, genauso wie ich dachte. Schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Verschiedene Farben und wahrscheinlich haben die halt Peanut Butter Geschmack. Ich dachte echt nicht, dass da so viel coole Sachen drin sind. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, vielleicht lade ich das Video gar nicht hoch. Aber es ist echt cool. Schmeckt nur auf wie die Dinger, auf deren Namen ich nicht mehr komme gerade. Schmecken aber auch noch Peanut Butter. Ist ja klar, alle Reese's sind, glaube ich, mit Peanut Butter. Aber schmecken genau wie die. Wie heißen die jetzt, Mann? Ach, keine Ahnung. Egal, nächstes. Was ist das denn? Meinert? Swedish Berries, schwedische, also es ist doch nicht nur aus Amerika. Wir hatten England, Amerika und jetzt Schweden. Mega krass, jetzt habe ich die Nährwerte gar nicht gesagt, aber die waren sowieso scheiße. Das ist sowieso kein Fitnessvideo, sondern ihr müsst wissen, ich fühle Ernährung richtig. Ich fühle Süßigkeiten. Ich bin jetzt umgezogen, gegenüber von mir ist ein Pizzaladen. Mir fällt es schwer, nicht jeden Tag hinzugehen. Na gut, ich war noch nie da, aber heute Abend werde ich da hingehen. Also ich fühle Essen, es gehört irgendwie zum Fitness dazu, deswegen ist das indirekt doch irgendwie ein Fitnessvideo. So, mal gucken, was das überhaupt ist. Sind das schon wieder so M&M's mäßig? Nee, das sind Fruchtgummi, also, oh, könnt ihr es sehen? So wie Haribo, die sind alle rot, deswegen nehme ich nur zwei raus. Sehen aus wie kleine Himbeeren, so Haribo-Style. Ich glaube, das ist bis jetzt am wenigsten mein Ding. Also sorry Schweden, extrem künstlich, sorry fürs Schmatzen. Wenig Geschmack, bisschen nach Himbeer, aber extrem künstlich, bin raus, Schweden, sorry. Okay, ein O. Henry, ein Reese Peanut Butter. Was steht auf Französisch hier? Also ein Reese's Peanut Butter Riegel. Avec beurre d'arachide. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein französischer Reese's Riegel. Bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich versuche das halbwegs schön aufzumachen fürs Thumbnail. Ich hoffe, ihr feiert das mal, so ein Video ohne Schneiden, einfach mal so rausgehauen. Boah, da sind Peanuts drin, Karamell und Schokoglasur, also so Snickers-Style. Schmeckt wie ein Snickers mit Peanut Butter Geschmack. Obwohl Snickers ist ja auch Peanut mit Erdnüssen halt. Also schmeckt eigentlich fast genau wie Snickers. Nein, meine Box ist leer. Das war's, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache noch eine kleine Reihenfolge. Ich muss kurz spiegelverkehrt denken, weil damit bei ihr guckt ja von links nach rechts und für mich ist das von rechts nach links.
So, ich guck mal, ob ich hier eine kleine Reihenfolge draus machen kann. Oh, scheiße. Ich esse die einfach. Ups, kommt gerade rein. Das ist das Beste, dann kommt das, 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 das. Und das mag ich halt gar nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, danke. Unbezahlte Werbung für vernascheldiewelt.com. Feier ich. Kann man jemanden gut zum Geburtstag bestellen? Haut rein. Kleiner Nachtrag, ich bin so doof, Leute. Ich hab's am Anfang sogar noch in die Kamera gezeigt. Kanada. Diese Süßigkeiten sind alle aus Kanada. Und ich wundere mich so, hä? Warum steht da auf Englisch was, da auf Französisch? Kanada spricht man sowohl Englisch als auch Französisch. Und die gibt es alle in Kanada zu kaufen. Und wenn man das Buch aufmacht, hat man hier sogar die ganzen Infos zu den einzelnen Produkten. Mega geil. Ich habe mich überraschen lassen. Ich finde, so wie ich das gemacht habe, war es auch cool. Zutaten auf Deutsch, mega cool. Swedish Berries. Ja, genau. Das Ganze hier nochmal zum Nachlesen. Also haut rein, Leute.